Hallo, mein Name ist Andreas Rosmierek von Fiesta Records und ich habe ein tolles Interview mit Gabis Schlagerclub gemacht. Viele Insider-Informationen aus der Musikszene, also dranbleiben und zuschauen. Ja, ihr Lieben da draußen, heute sind wir in Köln bei Fiesta Records und ich habe hier bei mir den Andreas Rosmierek und den wollen wir heute mal so in einem kleinen Porträt vorstellen und haben uns natürlich auch so ein paar Themen rausgepickt, die für viele da draußen sehr interessant sein könnten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und herzlich willkommen, Andreas. Ja, liebe Gabi, schön, dass ihr heute bei mir seid in den Räumen von Fiesta Records. Freut mich sehr, dass ich mal wieder Besuch von euch bekomme und wir ein bisschen über die Musikszene plaudern können. 2009 habe ich Fiesta Records gegründet, aber eigentlich bin ich schon viel länger im Musikgeschäft tätig. Bereits 1988 habe ich die Künstleragentur Beverly gegründet, da ganz viele Künstler auch aus der deutschen Musikszene vertreten. Und durch den Wechsel innerhalb der Musikbranche war es so, dass es immer schwieriger wurde, im digitalen Zeitalter Plattenfirmen zur Verwertung zu finden. Daraus resultierte dann, dass ich mir Mühe gegeben habe, auch die Musikproduktion an den Mann zu bringen. Und der logische Schritt, die logische Konsequenz war die Gründung eines eigenen Plattenlabels, Fiesta Records. Und unter diesem Namen promoten und präsentieren wir seit mittlerweile 11 Jahren deutsche Pop, deutsche Schlagerproduktionen. Und das macht auch nach 11 Jahren noch immer ganz, ganz viel Spaß. 2020, der Erfolg in den Airplay-Charts war einfach gigantisch. Trotz den großen Problemen während der Corona-Pandemie ging es bei uns im Radio einfach ab. Die Clubs fielen weg als Promotion-Plattform für die Künstler und wir haben uns gedacht, wir müssen einfach was tun, um die Songs unserer Künstler weiter nach vorne zu bringen. Und da war das Naheliegendste, wirklich auf das Radio zu setzen. Und wir haben ganz viele Songs in den Airplay-Charts präsentieren können. Es waren 2020 36 Produktionen, Musikproduktionen von uns in den Airplay-Charts. Insgesamt 25 Künstler, die dort vertreten waren. Und umgerechnet in Wochen waren es 350 Wochen. Die Fiesta Records mit eigenen Produktionen in den Airplay-Charts waren. Wenn man die jetzt mal hintereinander aufreiht, dann sind das wirklich 7 Jahre am Stück, in denen wöchentlich Songs von Fiesta Records in den Airplay-Charts gelaufen sind. Und die deutschen Airplay-Charts Top 100, das ist schon eine Hausnummer. Also es werden ja nicht die kleinen Radiosender gezählt, sondern wirklich die großen, die öffentlich-rechtlichen und die großen privaten Sender. Das läuft über ein ausgeklügeltes Punktesystem und das sind dann wirklich die Lieder, die man kennt und die man auch hört. Also von daher für uns ein Überraschungserfolg, aber ein ganz, ganz tolles Ergebnis, worauf wir natürlich auch die Jahre zuvor schon hingearbeitet haben. Gemäß der Auswertung Musikpressedienst waren wir das 5 erfolgreichste Label im Rundfunk 2020 und Platz 5 ist ja, eine tolle Sache. Gemeinsam auf dem Siegertreppchen mit Firmen wie Telamo, wie Universal und wie Sony. Ein gutes Gefühl und ja, das zeugt natürlich dann auch für Wertschätzung unserer Produktion, unserer Songs. Und führt auch dazu, dass man merkt, dass unsere Künstler einfach anerkannt werden in der Musikszene und sich langsam aber sicher dort etablieren. 2020 war ein ganz außergewöhnliches Jahr. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich natürlich auch der ganze Tagesablauf, der ganze Lebensbereich verändert. Früher war es so, auch 2019 noch, dass man viele Veranstaltungen hatte, dass man mit Künstlern gemeinsam auf Events gefahren ist, dass man sich Shows angeguckt hat, Live-Konzerte und das fiel 2020 einfach alles weg. Und ja, das Leben spielte sich dann größtenteils ab, wirklich zu Hause und im Büro. Nun bin ich in der glücklichen Lage, dass ich wenigstens ein Büro habe, in dem ich mich wohlfühle, ein junges Team um mich herum, mit dem ich sehr gerne arbeite. Von daher war es für mich nicht dramatisch. Ich hatte wirklich Abwechslung. Aber was dann fehlt, das sind noch die kleinen Sachen im Leben. Mal mit Freunden und Bekannten Kaffee trinken zu gehen, mit der Frau abends essen zu gehen. Wie gesagt, nette Gespräche mit Künstlerkollegen oder mit Szenekennern, das fiel weg. Oder aber wir haben die Leute bei uns im Büro begrüßt, was natürlich noch ging aufgrund der Platzverhältnisse. Aber ein ganz anderes Arbeiten. Und nach mittlerweile fast einem Jahr hoffe ich, dass wir bald wieder mehr Freiräume kriegen und einfach mehr unternehmen und mehr machen können. Uns zeichnet aus, dass wir uns wirklich für die Künstler einsetzen, dass wir die Musik lieben und dass wir für die Künstler brennen.
unabhängig vom Bekanntheitsgrad und unabhängig vom individuellen Erfolg. Mir ist es wichtig, dass Zusammenarbeit langfristig ist und vertrauensvoll aufgebaut wird. Wir glauben an langfristigen Erfolg, wir glauben an Künstleraufbau. Und ja, ich denke, das zeichnet uns aus. Und wir merken auch, dass ganz viele Künstler von anderen Labels zu uns wechseln, weil sie einfach sagen, wir fühlen uns hier ernst genommen, wir fühlen uns gut betreut und wir kommunizieren mit den Künstlern auch auf Augenhöhe. Ich finde es ganz wichtig, dass ein Künstler weiß, was die Plattenfirma macht, Informationen weitergibt über Promotion-Ergebnisse, sodass man einfach gemeinsam am Erfolg arbeitet, jedes einzelnen Künstlers, und sich immer wieder probiert, neu zu erfinden und vor allen Dingen zu verbessern. Es waren 2020 über 600 Einsätze in den Rundfunk-Hitparaden, in den Rundfunk-Charts. Das war gigantisch, konnte ich mir nicht vorstellen. Also im Jahr zuvor, 2019, hatten wir auch Platz 5, aber ich glaube mit etwas über 300 Einsätzen, also fast eine Verdopplung. Ja, ich weiß nicht, ob das noch steigerungsfähig ist. Ich werde mir alle Mühe geben, dass wir auch noch erfolgreicher im Airplay arbeiten. Wir haben unser Team vergrößert. Wir haben jetzt einen neuen Rundfunkpromoter mit an Bord, den Eberhard Patschak, der vorher jahrelang oder jahrzehntelang auch für die Sony tätig war, der uns hier berät, der uns betreut. Und ja, wir hoffen dann in diesem Jahr noch auf den einen oder anderen ganz großen Airplay-Hit, der dann wirklich im Radio rauf und runter läuft. Ich würde es meinen Künstlern wirklich gönnen. Wir werden weiter an unserem digitalen Marketingkonzept festhalten. Die Welt verändert sich und wird immer digitaler, immer vernetzter. Und wir sehen wirklich, dass der physische Bereich immer kleiner wird. Also es werden weniger CDs hergestellt, es werden weniger CDs gepresst. Und gerade im Zeichen von Corona hat man gesehen, dass der digitale Markt boomt. Geboomt hat und noch immer boomt, dass die Streamingdienste Rekordergebnisse verzeichnen, dass die Menschen zu Hause im Homeoffice Schlager hören, bei Spotify, bei YouTube, auf anderen Plattformen. Und das ist ein Trend, der wird sich fortsetzen. Selbst die jungen Alten gehen weg vom klassischen Tonträger und wirklich hin zu den digitalen Medien. Das ist eine Herausforderung. Also ob ich persönlich das toll finde oder nicht, ist ja gar nicht die Frage. Aber es ist der Weg. Es ist der Weg in die Zukunft. Und ja, das Erfolgskonzept heißt halt wirklich Streaming-Promotion und YouTube-Promotion. Das heißt auch da auf den Geschmack des Konsumenten zu setzen und ihn wirklich auf neue Produktionen aufmerksam zu machen. Die Stärken von Fiesta Records bestehen ganz klar darin, dass wir immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für die Künstler haben. Wer möchte, der kann auch hier zu einem persönlichen Meeting vorbeikommen, der wird beraten. Also der direkte Kontakt, wir sind im direkten Kontakt und im direkten Austausch zu den Künstlern und das ist ganz viel wert. Des Weiteren auch die Kombination zwischen langjähriger Erfahrung, die ich dann mit meinen über 50 mittlerweile verkörpere, nach 30 Jahren im Musikgeschäft. Auf der anderen Seite aber ein ganz junges, innovatives Team. Der Rest der Mitarbeiter, die sind alle um die 20 und geben mir natürlich auch ganz, ganz viel Input und ganz viel Hilfestellung. Gerade wenn es um neue Medien geht, wenn es um Promotion-Pakete geht bei Instagram, bei Facebook. Da sind die einfach noch viel fitter als ich. Und geben da auch Anregungen und ganz viele Verbesserungsvorschläge. Und ich glaube, deswegen wird unsere Musik auch immer moderner und nimmt auch die jungen Hörer mit. Die momentane Diskussion in der Künstlerszene ist ganz klar geprägt von Sorgen, von Zukunftsängsten. Durch die Auftrittsverbote, viele Künstler sind seit einem Jahr nicht mehr aufgetreten oder konnten keine großen Konzerte mehr spielen, sind es auch wirklich wirtschaftliche Probleme, die da auf uns zukommen. Einige haben den Trend der Zeit erkannt und sich während der Pandemie zumindest einen Zweitjob oder einen alternativen Job besorgt, andere nicht. Und ja, ich glaube, das wird uns noch einige Zeit begleiten. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir größere Veranstaltungen erst wieder Ende 2021 beziehungsweise sogar Anfang 2022 spielen können. Ich meine nicht die kleineren Veranstaltungen, ich meine die richtig großen Events, die ja auch Vorbildfunktion für die Szene haben. Die drei wichtigsten Ereignisse in meinem beruflichen Leben, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, das ist einmal meine Frau, die ich vor über 20 Jahren geheiratet habe und die dafür gesorgt hat, dass ich immer schön bodenständig bleibe und auf dem Boden bleibe. Es ist ganz wichtig, dass man da auch geerdet bleibt, gerade in der Musikbranche. Das zweite ganz wichtige Ereignis war das Management, die Betreuung und die Gründung von Bellini.
Damit habe ich als kleine Agentur die Chance bekommen, wirklich einen Welt-Act zu vermarkten, also einen weltweit erfolgreichen Act Ende der 90er Jahre. Das hat mir ganz, ganz tiefe Einblicke ins internationale Musikgeschäft beschert und es hat auch einfach Spaß gemacht. Und das dritte einschneidende Erlebnis war natürlich der Wechsel zur digitalen Welt, also der Wechsel ins digitale Musikmarketing, der mir enorme Chancen aufgezeigt hat. Ansonsten wäre es nie möglich gewesen, innerhalb von so kurzer Zeit ein so großes Plattenlabel aufzubauen. Das ging früher nicht, weil im physischen Markt, da musste man wirklich einen riesigen finanziellen Background haben und hier geht es wirklich um neue Ideen, um neue Konzepte und das macht einfach Spaß und ja, das sind die drei Punkte, die mich wirklich sehr beeinflusst haben. Also Manager kann man eigentlich nicht lernen. Manager muss man sein. Man kann sich da weiterentwickeln. Man kann natürlich auch entsprechende Ausbildungsberufe erlernen, beispielsweise den Veranstaltungskaufmann, der ja auch in diesen Bereich reingeht. Man kann auf Privatuniversitäten auch Business Schools besuchen, die in Richtung Management und Marketing gehen. Aber ein richtig guter Manager, der lernt auch durch die Vermarktung seiner Künstler und mit den Künstlern. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Das entwickelt sich über Jahre hinweg und das zeigen ja auch die richtig großen Manager, dass sie wirklich, die meisten haben klein angefangen und haben sich dann wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert. Kompetente Unternehmensführung hat natürlich Kompetenz, hat immer was mit Erfahrung zu tun und mit Basiswissen. Ich habe da den Vorteil, dass ich schon in jungen Jahren nach der Schule direkt eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe als Bankkaufmann. Das hat mir natürlich mit Zahlen und mit Rechnen ganz, ganz viel geholfen. Danach noch ein bisschen BWL studiert, was auch eine gute Erfahrung war. Da habe ich auch fürs Marketing viel draus lernen können. Und ansonsten ist auch das eine Entwicklung. Man lernt auch da durch Fehler dazu und gerade Fehler, die man als Selbstständiger macht, die kosten einen meistens Geld und Nerven und die probiere ich dann nicht zu wiederholen. Und das zeichnet mich natürlich oder das zeichnet auch den Erfolg meiner Firma aus. Ich führe das Leben, was ich haben möchte. Da hält mich gar nichts von ab. Ich liebe mein Leben, so wie es jetzt ist. Ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Beruf und ich finde Arbeiten ganz, ganz toll. Also für mich ist es keine Mehrbelastung. Mir macht es einfach Spaß, für andere Menschen da zu sein, für meine Künstler da zu sein. Ich liebe Musik. Es ist also wirklich toll und wirklich ein Privileg, mit Musik Geld zu verdienen. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch lange weitermachen kann. Im Laufe des Lebens verlieren, wenn man älter wird, Äußerlichkeiten wirklich die Bedeutung, die sie früher mal hatten. Also man achtet nicht so auf den äußeren Schein, sondern mehr auf den inneren Kern, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da sind oberflächliche Bekanntschaften nicht mehr so wichtig wie wirklich tiefe und innige Freundschaften. Und das ist auch im geschäftlichen Umgang so. Es ist wirklich so, dass sich auch mit Künstlern, mit jungen Künstlern, mit etablierten Künstlern dann wirklich Partnerschaften freundschaftlicher Art entwickeln, auch richtige Freundschaften und die sollte man pflegen. Und dieses kurzfristige, flatterhafte, das ist nicht das, was mir Spaß macht. Das sind dann wirklich diese tiefgreifenderen Dinge und Bekanntschaften und Freundschaften, die man wirklich zu schätzen weiß. Heute habe ich für mein Glück und für mein Wohlergehen noch nicht so viel getan. Also ich bin morgens aufgestanden, habe geduscht, habe gefrühstückt, bin ins Büro gefahren und habe da viele tolle Telefonate geführt, die einen natürlich auch aufbauen. Zu viel Kaffee getrunken, ich sollte auf Tee umsteigen und es geht mir natürlich gut, dadurch, dass ihr heute da seid und mir ganz viele spannende Fragen stellt, das baut mich dann auf. Aber ja, doch. In musikalischen Fragen verlasse ich mich immer auf meine Intuition. Da ist das Bauchgefühl ganz wichtig, weil Musik, das sind Emotionen. Und das kann man rational auch nicht fassen. Was für ein Song, was für eine Produktion wird erfolgreich? Das muss ich spüren. Und wenn ich das spüre, dann liege ich auch meistens richtig. In kaufmännischen Bereichen, da verlässt man sich natürlich mehr auf die Ratio. Das sind dann zahlenbedingte Entscheidungen, die man auch treffen muss. Aber das ist ja das Schöne, dass unser Job dann auch die emotionale und die rationale Komponente einfach vereint und dass beide Faktoren wichtig sind.
Ein guter Manager macht aus, dass er für die Sache brennt. Er muss sich wirklich für das, was er macht, begeistern. Für die Menschen, mit denen er arbeitet, das Produkt, was er verkauft, das muss ihm gefallen. Da muss man mit Leidenschaft hinterstehen und wirklich alles dafür geben. Natürlich darf ein Chef auch Schwächen zeigen. Jeder Mensch darf Schwächen zeigen und das gehört mit dazu. Wobei ich sagen muss, im beruflichen Alltag zeige ich eigentlich selten Schwächen, sondern hab da das entsprechende Durchsetzungsvermögen und zeige eigentlich viel Flagge und viel Stärke. Wenn man sich dann wirklich mal zurücknehmen muss oder auch die emotionale Seite durchkommt, dann ist das eher im privaten Bereich der Fall. Also im Kreise der Familie oder im Kreise der engen Freunde ja, in beruflicher Hinsicht ist es nicht immer so angebracht. Meine Lebensweisheit, versuche nicht andere zu übertreffen, übertreffe dich selbst. Heißt, man sollte sich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Jeder ist einzigartig, aber er sollte probieren, das Beste aus sich rauszuholen und das Beste aus sich zu machen. Das heißt, in meinem Fall immer eine Runde extra laufen, immer eine Runde mehr als die anderen, wirklich mehr Gas geben, professioneller und konzentrierter bei der Sache sein und das führt dann meistens zum gewünschten Erfolg. Mein größtes Ziel ist es, gesund zu bleiben, auch die nächsten Jahre noch den Job zu machen, der mir wirklich Spaß macht. Und damit bin ich eigentlich zufrieden und glücklich. Mehr brauche ich gar nicht, um glücklich zu sein. Um meine Ziele zu erreichen, brauche ich nichts zu ändern. Ich habe eigentlich immer die Ziele erreicht, die ich mir wirklich gesteckt habe, habe die mit viel Konsequenz, Durchhaltevermögen erreicht. Und ich denke, es ist wichtig, sich immer neue Ziele zu setzen im Leben. Ich wollte mich selbstständig machen, das habe ich erreicht. Ich wollte mit Künstlern arbeiten, das habe ich erreicht. Danach habe ich gesagt, die Musikvermarktung und die Musikpromotion ist ein tolles Ding. Da habe ich es relativ weit gebracht im Bereich der deutschsprachigen Musik. Und ja, neue Projekte sind natürlich in Planung und sind am Kommen, aber darüber rede ich eigentlich im Vorfeld ungerne, sondern ich probiere zuerst die Sachen umzusetzen, zu realisieren. Und da habe ich noch einiges vor, aber bin mir sicher, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch erreichen werde, auch in den nächsten Jahren. Ich glaube, es ist unmöglich, Menschen wirklich ganz vorurteilsfrei zu beurteilen. Denn gerade beim ersten Kennenlernen ist es so, dass man sich innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Meinung über den Gegenüber bildet. Das kann an der Art des Auftretens liegen, an der Mimik, an der Gestik, an der Sprache, am Sympathiewert. Nur ich finde es auch wichtig, den Menschen dann die Chance zu geben, ihn näher kennenzulernen, egal ob das Urteil positiv oder negativ ist. Und das erfährt man dann wirklich erst im Laufe einer gemeinsamen Zusammenarbeit, gemeinsamer Gespräche. Und da ist es ganz wichtig, wirklich jedem eine Chance zu geben, ihn auch näher kennenzulernen und da wirklich auf charakterliche und zwischenmenschliche Aspekte zu schauen. Carpe diem, auf jeden Fall Lebensmotto, nutze den Tag. Also eine ganz wichtige Aussage, man sollte wirklich jeden Tag nutzen, aus jedem Tag das Beste machen, was man daraus machen kann. Altdeutsches Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Hört sich ein bisschen konservativer an, besagt aber was ganz, ganz Ähnliches. Das heißt, dass man das Jetzt und den Ist-Moment wirklich mitnehmen muss und den optimal ausgestalten sollte und kann. Ich würde die Aussage so unterschreiben, die ist zu 100% richtig. Networking, einfach um Gleichgesinnte zu finden, mit denen man was aufbauen kann, mit denen man was erreichen kann. Auch die gemeinsamen Erfolge, die ergeben sich dann, wenn man gut zusammenarbeitet. Und ich bin ein absoluter Teamplayer. Mir macht es wirklich Spaß, Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten, Gedankenaustausch mit musikalischen und kreativen Menschen. Und das führt dann meist auch zum gewünschten Erfolg. Man sollte auf jeden Fall authentisch sein. Das ist das Wichtigste im Leben, dass man das verkörpert, was man ist. Nur so kann man sich wohlfühlen und nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Man kann es nie allen Menschen recht machen. Von daher wird es immer Menschen geben, die einen dafür lieben, wie man ist. Und es wird auch Menschen geben, die einen nicht mögen, so wie man ist. Aber sich zu verstellen, das finde ich ganz, ganz schlimm und das finde ich auch traurig. Ich glaube, das hält man auch auf Dauer nicht wirklich gut durch. Ich würde gerne ein Buch schreiben über Erfahrungen, die ich im Musikgeschäft gesammelt habe und vor allen Dingen auch jungen Menschen und Quereinsteigern in die Branche zeigen, wie man auch in der heutigen Zeit Erfolg im Musikgeschäft haben kann, wie man wirklich
Aufbau betreiben kann, auch Vermögens- und Kapitalaufbau im Musikgeschäft, denn es geht noch immer. Viele Leute denken an die guten alten Zeiten zurück, in denen man noch Millionen CDs verkauft hat und vergessen einfach, dass auch ja überhaupt die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen, selber Musik aufzunehmen, zu produzieren und zu veröffentlichen, viel größer geworden ist. Also da liegt einfach, da liegt die Messlatte nicht mehr so hoch. Das ermöglicht ganz vielen Menschen, ihren musikalischen Traum zu leben. Und da gibt es einige Tipps und darüber könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat. Und absolute Chancengleichheit, das wäre auch Gleichmacherei. Wir kommen alle aus ganz unterschiedlichen familiären und sozialen Umfeldern. Wir haben alle unterschiedliche Talente. Einige Menschen sind musikalisch, andere sind nicht musikalisch. Einige Menschen haben Durchsetzungsvermögen, andere nicht. Aber jeder hat seine eigenen Stärken. Und ich finde, es ist wichtig, sich dann auf die Stärken, die man hat, zu fokussieren und die weiter auszubauen. Egal in welchen Bereichen. Aber Chancengleichheit, das ist eine Utopie. Das erinnert mich schon fast an Sozialismus. Fragen stellen ist wichtig. Seinen Horizont zu erweitern ist wichtig. Und das erreicht man natürlich nur in direktem Austausch mit anderen Menschen. Und von deren Erfahrungen kann man lernen. Und ich bin ein guter Zuhörer. Ich bilde mich wirklich dadurch weiter, dass ich mit Menschen in direkter und enger Kommunikation stehe. Und nur wenn ich die Fragen stelle, das Wissen erwerbe, dann bin ich auch in der Lage, die richtigen Antworten zu geben. Ich bin lieber der große Fisch im kleinen Teich. Den fülle ich dann besser aus. Ja, mit zunehmendem Alter wird es immer krasser. Da können es auch mal 4 werden. Wenn es weiter nichts ist, dann bin ich auch bei den 497 weiteren Fragen auf jeden Fall dabei, wenn ich die kurz, knapp und spontan beantworten darf. Ja, ich bin der Meinung, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Also das Beste ist, dass ich ein sehr zuverlässiger und guter Partner bin, der wirklich sehr, sehr viel Wert auf Solidarität legt, auch innerhalb einer Beziehung. Und das Schlechteste ist, dass ich ein absolutes Alpha-Tier bin und dass sich der Partner da manchmal hinten anstellen muss. Das liegt in meinem Naturell. Meine Pläne für das restliche Jahr, viel Musik, viel gute Musik veröffentlichen und promoten, viele neue Künstler kennenlernen und weiterhin erfolgreich zu arbeiten. Das hat bisher jedes Jahr geklappt. Also 2019 war das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. 2020 war dann wiederum das erfolgreichste. Und ich hoffe, dass wir da 2021 mit fortfahren können, um auf das letzte Jahr nochmal einen draufzusetzen und das zu toppen. Und ja, dafür arbeite ich hart, aber das macht einen Riesenspaß. Fiesta Records, The Sound of German Music. Also der Klang der deutschen Musik, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Wir repräsentieren den jungen deutschen Schlager und die neue deutsche Musik. Und das macht Spaß. Und die Jugend kommuniziert einfach auf Englisch, findet den Slogan auch klasse. Und wir exportieren auch deutschsprachige Musik ins Ausland. In ganz vielen europäischen Ländern wird auch Deutsch gehört, Deutschpop, Deutschschlager. Und die können natürlich mit diesem Slogan wesentlich mehr anfangen als mit dem deutschen Slogan, auch wenn sie die deutschen Texte nicht immer verstehen. Viele Produzenten aus Deutschland werden von Fiesta Records repräsentiert. Wir promoten viele deutsche Produktionen, die in Deutschland finalisiert wurden und fertiggestellt wurden im Ausland. Und deutsche Hits sind Exportschlager. Wir sind teilweise in den Charts in Südamerika, in Amerika selber, in Japan, im asiatischen Bereich vertreten. Und deswegen The Sound of German Music. Deutsche Musik, Musik aus deutschen Landen als Exportschlager. Um zu einem Schallplattenvertrag zu kommen, ist es eigentlich ganz einfach. Man braucht eine gute musikalische Produktion und sollte die dann nach Möglichkeit an die Schallplattenfirmen schicken. Wenn sie gut ist, wird sich die Firma melden, wenn sie schlecht ist, nicht. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt schon einige Faktoren, die man berücksichtigen sollte und beherzigen muss. Das ist einmal die Qualität der Produktion. Man muss sich mit einem guten musikalischen Produkt bewerben. Wenn das nicht klingt, wird man nur Absagen von den großen Record Companies einsammeln. Qualität steht an erster Stelle. Der zweite Punkt, die Verpackung. Also die Aufmachung muss gut sein.
wenn sich ein Künstler bei uns bewirbt, dann erwarte ich einfach professionelles Fotomaterial. Das muss locker rüberkommen, das muss sympathisch rüberkommen. Und ja, der Künstler verkauft sich selber und das ist ganz wichtig. Im optimalen Fall sogar ein Musikvideo, was mitgebracht wird, weil man auch sieht, ey, so bewegst du dich, so verkaufst du dich. Und das hat natürlich eine viel engere emotionale Anbindung, wenn ich auch mit bewegten Bildern arbeiten kann. Viele Künstler meinen, auch der Erfolg kommt von selber und sobald ich eine Record Company habe, dann machen die das schon. Das ist nicht so. Um einen heiß begehrten und einen guten Vertrag zu bekommen, muss man wirklich zu Anfang selber investieren. Wir schauen beispielsweise auf die Social-Media-Profile. Wie verkauft sich der Künstler bei Facebook? Hat er bei Instagram entsprechend viele Follower? Und wie sehen die Zahlen bei YouTube aus? Videos, Abklickraten von 20.000, 30.000 sind interessant. Wenn jemand natürlich nicht gesehen wird, dann ist es für mich als Plattenfirma auch sehr schwierig, da einen guten Deal, einen guten Vertrag anzubieten. Bei Spotify ähnlich. Die Zahl der Aufrufe auf den jeweiligen Song ist entscheidend und die Zahl der monatlichen Hörer. Also empfehle ich vielen Künstlern, die ersten Produktionen wirklich in Eigenregie zu veröffentlichen und sich dann mit entsprechenden Ergebnissen an den Partner zu wenden. Und immer dran denken, man sollte auf gute und professionelle Partner zählen. Es gibt ganz, ganz viele Labels, es gibt ganz viele Plattenfirmen, aber Künstler, die ihr eigenes Produkt und sich selber verkaufen, sollten da auf die Seriosität und auf die Kompetenz des Partners achten. Und mein Tipp, immer ganz oben anfangen und sich dann nach unten vorarbeiten. Es gibt viele große und seriöse Plattenfirmen, da sollte man anfragen und ja, da sollte man sich auch darauf konzentrieren und darauf hinarbeiten, bevor man dann zu irgendeiner One-Man-Show hinarbeitet oder zu einem Mini-Label kommt, die meistens auch gar nicht die personelle Power haben, das Produkt erfolgreich zu machen und auch nicht die über das entsprechende Netzwerk und das Networking verfügen. Das ist ja ganz einfach. Wenn mir jemand seinen Song anvertraut, dann erwartet der, dass er in den DJ-Charts erfolgreich ist, dass es im Radio läuft. Und das können wir halt aufgrund der Vielzahl von hochwertigen und qualitativ hochwertigen Produktionen gewährleisten. Das können einige kleinere Labels überhaupt nicht bewerkstelligen.